Vielleicht haben Sie es bereits einmal versucht. Sie möchten eine Uhr oder wie in unserem Fall hier eine Stoppuhr darstellen und dabei den Zeiger animieren. Sie werden schnell feststellen, dass das nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Es gibt aber in Camtasia einen recht einfachen Workaround für dieses Problem und das zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes muss ich natürlich diesen Uhrzeiger zeichnen. Wenn ich jetzt diesen Zeiger animieren möchte, ist das ja generell kein Problem. Ich gehe jetzt auf Animation, nochmal benutzerdefinierte Animation, ziehe die hier auf meinen gezeichneten Zeiger, auf diese Gruppe rauf und mache jetzt nichts weiter als eine Drehung in der Z-Achse um 360 Grad. Ziehe das Ganze vielleicht noch ein bisschen länger, damit das nicht so ganz so schnell funktioniert. Und wenn ich das jetzt abspiele, ich blende mal die Spur mit der Stoppuhr aus. Wenn ich das jetzt abspiele, passiert Folgendes. Der Mauszeiger dreht sich zwar, aber erstens dreht er sich linksrum, zweitens verändert er noch die Position, das ist kein Problem, das können wir lösen. Aber drittens, er dreht sich vor allem um den Mittelpunkt dieses Elements. Das heißt, wenn ich dieses Element drehe, dreht es sich immer um den Mittelpunkt. Es sollte sich aber hier unten um diesen Punkt drehen. Und dafür gibt es jetzt, wie gesagt, eine einfache Lösung. Ich verkleinere das Ganze jetzt erstmal ein bisschen und dupliziere es mir. Die Animation hier unten brauche ich natürlich nicht. Also ich verkleinere das Ganze und dupliziere mir das auf der Timeline, Steuerung C, Steuerung V. Und ziehe das direkt da drüber. So. Und diesen duplizierten drehe ich jetzt um 180 Grad. Zack. Und dann schiebe ich beide übereinander. Und zwar so übereinander, dass dieser Kreis übereinander liegt. Ich zeige das mal ein bisschen größer. Der Kreis von dem unteren Pfeil und der Kreis von dem oberen Pfeil sollten übereinander liegen. Und wenn ich das jetzt in eine Gruppe fasse, also beides auswähle und wieder gruppiere, Steuerung G, dann kann ich das jetzt so drehen, dass der Zeiger sich hier mit der Spitze außen um einen Kreis bewegt. Aber was noch stört, ist, dass die zweite Gruppe, also die sogenannte Hilfsgruppe, so nenne ich die, die hat ja auch noch eine Farbe und da muss ich jetzt ganz einfach die Deckkraft auf 0 stellen. Und jetzt ist mein Zeiger hier einzeln und dreht sich gefühlt um genau diesen Punkt hier in der Mitte, wo sich, ja, wo der Zeiger an der Stoppuhr befestigt wäre. Und jetzt zeige ich meine Uhr entsprechend wieder an. Ich möchte das Ganze ja noch auch zusätzlich in einer einminütigen Animation. Das heißt, ich ziehe das genauso lang wie das wie die Stoppuhr hier vorher. Und um das ganz genau hinzukriegen, gehe ich hier ans Ende, zoome ganz dicht dran und schaue dann, das ist jetzt 1 Minute 2 Frames, dann gehen wir raus und da gehen wir auch raus. So, und jetzt haben wir beides genau eine Minute lang. Und jetzt möchte ich diesen Zeiger halt erstmal positionieren und dann animieren. So, das heißt, ich schiebe ihn erstmal wieder in die Senkrechte und positioniere ihn jetzt so, dass er hier in der Mitte liegt. Ich gucke mir das Ganze mal an, wenn ich ihn jetzt drehe, ob das so passt. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, da auch. Und da auch. Man vielleicht noch einen Hauch nach oben schieben mit den Cursor-Tasten. So, fertig. Jetzt gehe ich an den Anfang meiner Animationsgruppe
und ziehe dort die benutzerdefinierte Animation drauf und animiere das Ganze jetzt um eine Drehung um 360 Grad. Allerdings haben wir ja eben gesehen, dreht sich das gegen den Uhrzeigersinn. Wir wollen ja aber im Uhrzeigersinn, wie der Name schon sagt. Also machen wir ein Minus dazu und ziehen diesen Abspiel, diese Animation vom Anfang bis zum Ende. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann bewegt sich mein Zeiger einmal sozusagen um die eigene Achse innerhalb von einer Minute. Was wir noch falsch haben, wir haben hier noch eine Animationsbeschleunigung, die müssen wir natürlich auf linear schalten. Das heißt, dass dass die Animation wirklich innerhalb von einer Minute, ja, wir haben hier vorne hätten wir bei 0 ausgehen müssen, so, und hier hinten am Ende bei minus 360, jetzt muss es passen. Innerhalb von einer Minute haben wir dann hier eine Umdrehung. Und so sieht das Ganze dann aus. Natürlich kann ich das auch noch mit einem zweiten Zeiger machen. Das heißt, ich kann hier sagen, mach doch mal nur eine neue Spur darüber und dupliziere mir hier meinen Zeiger, Steuerung C, Steuerung V und schieb den hier auf meine Ebene direkt darüber. Und das Teil verkürze ich jetzt auf genau eine Sekunde, also 30 Frames. Wenn ich da nicht so ganz rankomme, dann mache ich das hier so. Genau eine Sekunde. Wunderbar. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich hier einmal einen Minutenzeiger und einen Sekundenzeiger. Einer dreht sich in einer Sekunde, der andere dreht sich in einer Minute. Jetzt müsste ich diese Animation einfach weiterführen, immer jeweils eine einzelne Sekunde. Und dann habe ich eine Stoppuhr, die mit einer Sekunde läuft und mit einer Minute. Viel Spaß beim Nachbauen!